Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, wir sind weiterhin in unserer Base am Machen. Wir haben in den letzten Folgen so ein bisschen was geschafft. Wir haben ja hier, ich sag mal, unsere Base so ein bisschen komprimiert und alles, ich sag mal, Lebensnotwendige so hier in einen kleinen Raum gepackt. Unter anderem auch den Ofen oder den Kamin, damit wir nachts hier schön heizen können, während wir schlafen. Wir haben jetzt hier ein Bett, ein kleines Bücherregal, Fernseher, unsere VHS-Tapes sind hier drin. Und das Ganze würde ich hier gerne zumachen. Das Einzige, was ich halt noch überlegt habe, die Küche auch zuzumachen, oder wir lassen die Küche auch einfach auf, dass wir easy rein und raus kommen. Und dann sind wir eigentlich echt gut geschützt, bin ich der Meinung. Das Ganze mache ich hier heute zu. In dieser Folge würde ich auf jeden Fall gerne meine Tischlereifähigkeit, ja, ob wir es in dieser Folge schaffen, auf Level 7 zu kriegen, bezweifle ich, aber ich hoffe, wir kriegen es schnell hin. Das Erste, was ich mache das hier alles erstmal zu. Es ist die Frage, bevor ich das zumache, ich würde das gerne auf Stufe 3 aufwerten, aber dafür brauche ich halt Level 7. Kann man, ja, ich kann das, was ich auf Stufe 2 ausgebaut habe, auch erweitern auf Stufe 3. Das war mir wichtig zu wissen. Nicht, dass ich auf Stufe 2 ausbaue und dann abreißen muss, um wieder auf Stufe 3 zu bringen. Das wäre nicht so geil. Dann würde ich sagen, nehme ich mir einfach mal so ein paar Bretter. Ich glaube, ein paar sollten wir hier noch drin haben. Und dann werden wir das Ganze mal aufbauen. Mal gucken. Hier sind noch 4 Bretter. Mal gucken, wie viele wir reinkriegen im Rucksack. Ja, ich glaube, wir sollten alle Bretter haben. Nägel haben wir 7 Stück. Das könnte zu wenig sein. Dann nehmen wir mal ruhig noch ein paar. Mal gucken, ob das ausreicht. Wenn wir jetzt hier reingehen, bauen nicht. Müssen wir hier draufklicken. Ja, Holzwander stellen auf Stufe 3. Jetzt ist die Frage, machen wir irgendwo ein Fenster rein? Ich würde sagen, ja. Hier beim Ofen nicht unbedingt. Da machen wir auf jeden Fall einmal zu. Ich würde sagen, hier machen wir dann so ein Fenster. Hier können wir zumachen. Ich überlege, wie machen wir das am besten? Hier machen wir auf jeden Fall zu. Perfekt. Ja, ich glaube, wir machen hier nur bei diesen beiden machen wir Fenster und hier machen wir auch zu. Jawohl, und hier machen wir dann die Fenster. Aber dafür brauchen wir ja ein paar Bretter. Bretter haben wir aktuell leider nicht. Haben wir noch unsere Axt dabei? Ja, die Axt haben wir auch. Eine Säge haben wir nicht. Das heißt, wir bräuchten dann gleich noch eine Säge, wenn wir ein bisschen Baumstämme zersägen möchten zu Brettern. Ich schaue jetzt erstmal, ob wir vielleicht noch irgendwo Bretter haben. Ich glaube, wir haben keine Bretter mehr. Hier lagen keine mehr. Jawohl. Auch keine Baumstämme, die wir zersägen können. Dann gehe ich noch einmal kurz am Parkplatz, sage ich jetzt mal. Da sollten eigentlich noch ein paar Bretter liegen. Es sei denn, wir haben alle mitgenommen. Ja, hier liegen 2 Bretter. Sehr gut. Die können wir mitnehmen. Ja, ansonsten liegt hier nichts mehr. Aber ich könnte hier eigentlich diese Bäume mal fällen. Die nerven mich hier sowieso. So, am Eingang. Das einmal weg. Das einmal weg. Und ich würde sagen, den hier noch einmal weg. Und dann sollten wir erstmal genug Bretter haben. Beziehungsweise erstmal Baumstämme. Können wir die Baumstämme gleich zersägen? Haben wir da was? Ja. Zersägen wir einmal alles. Bringt auch ein bisschen Tischlereifähigkeit, aber sehr, sehr wenig. Das ist das Problem. Kriegen sogar alles in den Rucksack rein. Nee, alles nicht, aber fast alles. So, das noch einmal mitnehmen. Perfekt. Die anderen Holzstämme zersäge ich gleich. Ich würde erstmal gerne, um Gewicht abzulegen, die restlichen Wände ausbauen. Hier wollte, beziehungsweise Fenster eher. Hier machen wir ein Fenster. Man hätte das natürlich auch mit Metall machen können, ne? Das wäre natürlich auch cool. Aber ich glaube, Metall kannst du nicht streichen. Ich würde das gerne dann auch noch verputzen und streichen. Das geht, glaube ich, nur mit Holzwänden aktuell. Deswegen sollen es jetzt erstmal Holzwände sein. Sollte ausreichen. Perfekt. Jetzt gucke ich mal. Bretter habe ich ein paar noch. Die packen wir alle hier natürlich in die Kiste, wo sie hingehören. Zack. Und die von draußen holen wir natürlich auch. Beziehungsweise das zersägen wir erstmal gleich. Ein bisschen Zeit ist noch, wir sind auch noch nicht müde. Deswegen sollte das passen. Sehr schön. Ja, okay, jetzt werden wir langsam schläfrig. Aber wir werden hier erstmal das zersägen. Super. Aufnehmen. Das ist eine reine Skill-Farming-Folge. Aber ist halt so. Muss auch mal sein, ne? So, hatten in den letzten Folgen, glaube ich, echt genug Action. Mit der
langen Fahrt die ganze Map rauf und runter. Ich glaube, das war schon echt aufregend. Mit einer der spannendsten Folgen, die letzten, die ich erlebt habe, meiner Meinung nach. Vielleicht können wir ja über Nacht mal den Ofen anmachen, einfach nur mal, um das zu testen. Ich glaube, das machen wir auch mal. So, hier liegt noch ein Brett, das nehmen wir mit. Und dann sollte das erstmal ausreichen für den Tag. Haben wir viel geschafft wieder. Wobei der Tag ja schon halb vorbei war, als ich die Folge gestartet habe. So, hier einmal die Bretter bitte rein, dass was geht. Der Rest hier. Sehr gut. Und dann haben wir keine Bretter mehr. Wunderbar. Nägel haben wir 2 Stück. Komm, die haben wir auch noch weg, diese beiden Nägel. Die bringen mir jetzt hier nicht allzu viel. Ansonsten, die Axt kann auch erstmal weg. Brauchen wir hier ja nicht. Gucken wir mal die Axt. Haben wir die hier noch? Ja, hier haben wir noch eine Axt zwar, aber die packen wir auch mal hier rein. Und ansonsten, die Bücher behalte ich. Die würde ich gerne lesen. Den Rest behalten wir auch. Ah, hier haben wir eine Gartensäge tatsächlich. Die behalten wir auch einfach mal. Wir sind auch noch gar nicht wirklich hungrig. Naja, so ein bisschen dunkel ist das hier schon. Mal gucken, ob ich hier irgendwie eine Lichtquelle mal hinkriege. Jetzt ist die Frage, wie können wir das Ganze hier anschalten? Lagerfeuerinfo. Ich glaube, wir müssen hier einfach nur... Mal gucken, ob es reicht, wenn wir hier mit ein paar... Ah, jetzt haben wir schon Bretter gesägt, ne? Ja, ich glaube, Holzstämme wären tatsächlich besser. Ich gehe noch einmal ganz fix nach draußen und hack mir mal einen Baum ab. Das sollte eigentlich relativ schnell gehen. So, der kommt aber einmal mit ins Inventar. Ich glaube, 2, 3 Baumstämme sollten noch erstmal ausreichen. Ich mache mir hier auf jeden Fall mal Licht an. Ist jetzt ziemlich düster hier. So, dann schauen wir mal. Haben wir hier irgendeinen Baum in der Nähe, der weg kann? Hier, so ein Baum kann auch weg. Oder zieht das Gras? Ah, hier, Baumfällen. Ich glaube, das gibt auch tatsächlich nur 1 oder 2 Baumstämme. Ja, 2 Baumstämme. Weißt du was? Wir nehmen mal 4 mit. Zack. Sollte erstmal ausreichen. Ja, kriegen leider nur 2 ins Inventar rein. Die sind halt sehr, sehr schwer, die Baumstämme, ne? So. Okay, dann würde ich sagen, man hätte auch so diesen ganzen Reisig und Äste mitnehmen können. Die bringen ja auch was. Nehmen wir mal einen Ast mit, damit wir auch alles vom Boden mal aufsammeln, nach und nach. Sollten wir mal uns auch angewöhnen. So, Taschenlampe kann jetzt aus. Wobei auch noch nicht ganz. Und dann schauen wir mal, wenn wir das alles... Ich hau mal alles hier rein einfach. So, und dann haben wir hier noch 2 Baumstämme. Dann müsste ja eigentlich... Oh, ihr seht, wir sind schon geringfügig verletzt. Wir schleppen einfach viel zu viel. So, schauen wir mal Lagerfeuerinfo. Brennstoff 0 Minuten. Ach so, damit müssen wir das machen. Okay, verstehe. Dann machen wir mal hier einen Ast rein. Okay, es reicht nicht, das einfach so ins Inventar. Aber wir nehmen das jetzt aus dem Ofen hier rein. Wir können es ja hier lagern im Ofen. Und dann hier über dieses, diese Option hier einfach reinhauen. Dann haben wir nochmal einen Baumstamm und einen Ast haben wir jetzt drin. Mal gucken, wie jetzt die... Der Brennstoff ist 7 Stunden würde das reichen. Also ein Baumstamm und ein Ast sind 7 Stunden haltbar. Wow, das ist schon heftig. Aber für die Nacht brauchen wir natürlich ein bisschen mehr. Ich hau da mal noch einen Baumstamm rein. Wir brauchen ja eigentlich mindestens so 10 Stunden, je nachdem wie lange wir schlafen. Wir machen das mal so und sagen jetzt Feuer entfachen. Ach so, wir brauchen irgendeinen Zunder, ein Fischenband. Wir können ein Taschentuch nehmen und das Feuerzeug. Ich glaube, Reisig, ich habe keine Ahnung. Reisig ist, glaube ich, auch gut für Zunder, ne? Ich schau mal kurz. Oder ein Holzstock. Wir nehmen mal einen Holzstock mit. Und ein Reisig. Oder Reisig. Vielleicht geht auch ein Ast. Ich nehme auch mal einen Ast mit. Man muss ja alles ausprobiert haben. Ich glaube, Ast ist eher nicht Reisig und Holzstock, sondern Äste, ne? Schauen wir mal. So, mal gucken, wenn wir jetzt sagen, Brennmaterial hinzufügen, Feuer entfachen. Okay, wir könnten... Ja, tatsächlich nur mit Reisig. Also Äste und sowas nicht. Das heißt, Ast und Stock hauen wir mal hier ins Inventar, sage ich mal, in Klammern. Und... Schmerztabletten? Nee. Und dann würde ich sagen, hier einmal Feuer entfachen mit Reisig und Feuerzeug. Ah, wunderbar. Ich hoffe jetzt nur, dass mir das die Hütte nicht wegfackelt. Ich hoffe, dass das ausreicht. Ich würde jetzt sagen, ich lege mich
Ja, ich lege mich mal schlafen mit dem Risiko, dass ich hier in feuerentfachtem Raum aufwache. Ich hoffe mal, aber nicht. Wir sind schläfrig, wir werden wahrscheinlich ziemlich früh aufwachen. Vielleicht können wir ja auch einfach, können wir uns hier eigentlich sitzen, ausruhen. Okay, wir können uns hier nur ausruhen. Es gibt halt leider keine Animation zu sitzen. Das geht nur über eine Mod, hat die ja schon mal gesagt. Vielleicht kann ich einfach mich hier so auf den Boden setzen. Auf den Boden sitzen. Und ich lese mal das Kfz-Band. Mechanik, Band 2, so. Ich glaube, 0.20 Uhr sollte ausreichen. Wir werden auch langsam hungrig. Das lassen wir auf jeden Fall laufen. Und ja, ich würde sagen. Nein, ich wollte die Machete nicht entfernen. Verdammt. So, einmal so Machete wird bitte wieder ran. Und so. So. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, einmal schlafen. So, ich bin gespannt, ob der Ofen noch läuft oder der Kamin und nicht abgefackelt ist. Okay, der Kamin läuft noch, ja. Oder? Läuft er noch? Lagerfeuer. Ja, brennt. Sieht man so schwer, wenn es hell ist, aber er läuft noch oder brennt noch. Ich würde, und uns ist halt auch noch nicht kalt, aber auch nicht warm. Wobei, eine Wärmeanzeige gibt es nicht. Uns ist einfach nur nicht kalt. Und das war das Ziel. Wunderbar, ich mache mal hier die Vorhänge auf. Geht nicht. Okay, ich komme an diesen Vorhang nicht ran. Schade, dann machen wir nur den hier auf. Und ihr seht, es schneit schon wieder. Das ist natürlich nicht so geil. Aber wir können ja in dieser Folge einfach mal weitermachen. Wir können hier auch richtige Fenster ranbauen. Das würde auch gehen, indem man Fenster abbaut aus anderen Räumen. Oder auch hier könnte ich auch abbauen, aber die brauche ich ja zum Schutz. Ich würde tatsächlich sagen, ich mache mich mal auf den Weg, einfach mal in... Ja, das war sehr gut. Ja, hier ist mir natürlich wieder kalt. Ich mache mich auf den Weg gleich. Nach dem Essen natürlich. Hätte ich fast vergessen. Und das Lagerfeuer machen wir ja gleich aus. Ach, hier sieht man die Range vom Lagerfeuer. Also das Lagerfeuer geht tatsächlich nur bis zu diesem Raum. Hier auf jeden Fall nicht mehr. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Okay, dann machen wir hier auf jeden Fall mal das Feuer löschen. Damit wir noch für heute Abend ein bisschen was haben. Okay, die Range haben wir eben gesehen. Das heißt, dieser Raum wird gar nicht mitgeheizt. Das heißt, wir können diesen Raum eigentlich zumachen. Glaube ich, machen wir auch tatsächlich irgendwann mal. Ja, warum nicht? Okay, wir machen mal ein Pfannengericht aus zufälligem Gewürz. Ja, wow. Pfannengericht mit Gewürzen. Sehr gut. Pfannengericht, zufälliges Wild. Hauen hier einfach mal ein bisschen was rein, was geht. So, nur noch Pfeffer und dann sollte das ausreichen. Dann hauen wir das Ganze einmal in den Ofen einschalten. Und rein damit. Die verrotteten Sachen aus dem Kühlschrank nehme ich mal ins Inventar. Die können wir gleich mal wegplatzieren. Ja, man hat irgendwie was vor. Ich wollte ja eigentlich meinen Tischlereiskill aufleveln. Aber irgendwie kommt man da nicht so ganz... Oh, das ist ziemlich viel, was verrottet ist. Nicht so geil. Aber irgendwie, ja, kommt man nicht dazu, weil man dann immer noch was anderes machen muss. Ein bisschen doof. Das dauert noch ein bisschen. Vielleicht können wir ja in der Zwischenzeit das alles schon mal weghauen, was wir aufgesammelt haben. Um ein bisschen Stuff loszuwerden. Ja, es hat schon aufgehört zu schneien. Es schneit anscheinend nur nachts aktuell. Gott sei Dank. Okay, sehr gut. Alles weggepackt. Und dann essen wir einmal unser halbes Pfannengericht. Den Rest nehmen wir auch mit auf unsere kleine Tour. Ja, es kocht gerade noch. So, ist fertig. Einmal ausschalten und hier die Hälfte essen. Die Wasserflasche können wir gleich mal befüllen, direkt nebenbei. So, einmal befüllen nebenbei und genau, hier haben wir die Hälfte gegessen, sind auch gut gesättigt. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Einfach mal in der Nachbarschaft rumgehen. Wir haben Schraubendreher dabei, wir haben eine Säge dabei, wir hätten theoretisch auch eine Axt dabei. Ich glaube, wir haben alles dabei, um unsere Tischlereifähigkeit so ein bisschen aufzuleveln, indem wir Schränke und so ein Zeugs einfach ja, abschrauben, demontieren. Was auch immer. Hammer haben wir, glaube ich, auch. Jawohl, also ja, wir sind good to go. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal links lang. Wir waren, glaube ich, hauptsächlich immer in diesem Haus hier oben. Vielleicht gehen wir einfach mal in dieses Haus hier und gucken, ob wir hier irgendwas finden. Hier sind ein paar Zombies, das ist nicht so geil. Können wir mal
schnell unser Kampfmesser holen und die erledigen. Sollte relativ schnell gehen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Kampfmesser. Warum ist das Kampfmesser nicht so effektiv? Vielleicht liegt es an unseren, unseren Statuseffekten. Ich weiß es nicht. Aber die haben wir doch erledigt. So, dann gucken wir. Das können wir doch theoretisch auch abbauen, das Hundehaus. Ne? Machen wir einfach mal. Hundehaus abbauen. Gucken wir mal, wie viel das bringt. Wir haben aktuell 1746. So, das abgebaut. Und jetzt haben wir 1806. Ja, ein bisschen gebracht. Bretter und Nägel brauchen wir erstmal alles nicht. Wir gucken mal drinnen, ob wir hier irgendwas Schönes finden. Hier ist so eine kleine Tasche. Die ist aber leer. Ein Rock, okay. Aufsteckkrawatte. Weißt du was? Einfach mal hier so die Couch abbauen. Warum nicht? Wir bauen jetzt alles ab, was geht. Na, hier kriegt man dann auch so unbrauchbares Holz und so ein Scheiß, aber das brauchen wir alles nicht. Die Pflanze könnte man theoretisch mitnehmen, falls man so ein bisschen seine Base hübscher machen möchte. Aber erstmal wollen wir es funktionstüchtig machen und die Basics, ja, einrichten. So, das können wir irgendwie nicht abbauen. Die Theken könnten wir abbauen. Ich guck mal. Hier können wir noch ein bisschen was abbauen, ne? Die Lampe, können wir die Lampe abbauen? Ja, bringt ja halt nichts, ne? Den Stuhl. So, sehr schön. Ich würde sagen, viel Großes gibt es jetzt hier. Ah, die Bücherregale, doch, jawohl. Kfz-Band, das können wir alles mal auf den Boden hauen. Und dann, wir können den Bücherregal natürlich auch mitnehmen. Aber warum mitnehmen, wenn wir es selber craften können? Wir bauen das mal lieber ab. Jawohl, und den hier auch einmal. Tagebuch. Kann man das Tagebuch lesen? Notiz auf Tagebuch schreiben, okay. Ein Bind-Journal können wir machen. Oh ja, das wollte ich ja sowieso immer machen. Wir nehmen das mal mit. Ich wollte ja immer mal so ein Binding-Journal. Das ist eine Mod, dass man deine Skills festhalten kann, falls mein Charakter stirbt, dass ich dann mit einem neuen Charakter in derselben Welt anfangen kann oder starten kann. Und wenn ich dieses Tagebuch oder dieses Journal finde, dann kann ich mir die ganzen Skills durch dieses Tagebuch aneignen, ohne dass ich die ganzen Magazine wieder suchen muss und lesen muss und all den ganzen Krams, also auch Magazin, ich sag mal Blueprints, die kann ich auch durch dieses Tagebuch ja wieder erlernen. Das ist eigentlich ziemlich cool, die Mod. Macht dann halt so Sinn, wenn man irgendwie mit mehreren Generationen oder sowas spielt. Ich glaube in diesem Let's Play jetzt nicht unbedingt, aber ja, wir gucken mal erstmal. Irgendwann werde ich es bestimmt mal machen. Es sei denn, ich sterbe jetzt, dann bringt das natürlich nichts mehr. Okay, so. Hier unten ist, glaube ich, nichts mehr weiter. Wir gehen einfach mal hier oben lang. Schauen, ob wir hier was finden. Ich würde aber sagen, ich sehe gerade, die Folge ist ein bisschen überzogen, glaube ich, je nachdem, wie ich es geschnitten habe. Ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg nach oben. Die Zombies hier killen wir nochmal schnell. Und dann sage ich jetzt schon mal danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, für die ganzen Tipps und Tricks und auch den Kommis in den Videos immer wieder. Das motiviert mich immer sehr. Ja, an der Stelle. Bis, oh mein Gott, das wäre jetzt fast ein Fail zum Abschluss der Folge. Ich würde sagen, den hier erledigen wir noch und dann sage ich ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.